Ja, hallo ihr Lieben, heute mal so ein bisschen quick and dirty. 7 Tipps, psychologisch, spirituelle Tipps für mehr Wohlbefinden, Sachen, die Alltime-Klassiker sind, die man auch ja immer wieder hört im spirituellen Bereich dann durchsagen. Und ja, auf die man eigentlich immer wieder sich zurückziehen kann. Ich wollte auch noch sagen, da kam eine Frage zu, oder mehrere immer wieder Fragen zu Sessions bei mir. Gibt es grundsätzlich? Ich fahre das gerade ziemlich zurück. Ich schaffe das eigentlich einfach gar nicht mehr. Wird wohl ein Moment, also eine Zeit kommen, wo ich auch überhaupt keine Sessions mehr mache. Ich mache die bevorzugt jetzt persönlich, Telefon, so nach einem Jahr Pandemie. Und ja, ich weiß, es ist ein ziemlicher, also meine Kurse sind ja recht günstig, meine Sessions, ja, es ist ein ganz schöner Preissprung, aber das liegt einfach daran, ja, dass ich einfach nur noch so wirklich ganz wenige Sessions mache pro Woche und wie gesagt, dieses Content produzieren, Soulmatching, die Buchgeschichten, es hält mich den ganzen Tag auf Trab. Aber jetzt zu diesen 7 Punkten. Also, Punkt 1, geh mehr raus in die Natur. Also, wir hängen einfach viel zu viel drin. Geh mal raus in die Natur, nimm diese Vibes auf. Die Natur kann uns so viel geben und Natur ist auch eine Wiese in der Stadt so, ne? Geh mal ins Sonnenlicht, zisch dir so ein bisschen Vitamin D, das brauchen wir alle. Auch wenn es gerade vielleicht nicht so ein tolles Frühlingswetter ist, geh raus. Hol dir schönes Sonnenlicht, blauen Himmel, wenn er denn da ist. Und ja, verbinde dich mit der Natur. Das ist einfach super wichtig. Punkt 2. Nimm Sachen einfach nicht mehr so wichtig, so, ne? Also geht's einfach, was auch immer passiert, was Leute mit dir machen, wenn sie ihr Ego an dir auslassen, lass dich nicht drauf ein. Also, ist ja gerade, man, die Welt ist ja, also ich lese wirklich jeden Tag verrücktere Sachen, also die Welt ist ja völlig verrückt geworden, meiner Ansicht nach. Verrückt im Sinne von, ja, jeder geht so in sein Ego und macht aus dem Ego dann völlig absurde Aussagen, Vorschläge, Forderungen und weiß nicht, ob das jetzt eine Ampel ist, dass dann jemand zusammen scheißt wegen nichts oder wegen Masken oder ich weiß nicht was. Natürlich haben die Leute dann immer in dem Moment das Gefühl, es ist super wichtig, man muss jetzt auch hier so eine Riesenwelle machen, aber spiel da nicht mit bei diesem Spiel, geh weiter Richtung 5D, ja, hab Mitgefühl mit jedem, der dir da komisch kommt, aber hau nicht zurück, schlag nicht zurück und klar, grenz dich ab, ne? Aber mach nicht mit in diesem bescheuerten Ping-Pong-Spiel so, ne? Genau, dann Punkt 3. Geh nicht so in Ängste rein. Ich weiß, das ist super schwer, also es ist. Also mit Ängsten meine ich jetzt nicht, wenn du an der Klippe stehst und es kommt gerade irgendwie eine Windböe mit 500 Stundenkilometern, da kann man mal Angst haben irgendwie, aber mal ganz ehrlich, meistens, wenn du jetzt mal in diesem Moment um dich rumguckst, wo du gerade dieses Video hörst, ist da irgendwo eine Bedrohung? Nee, ne, das ist sehr wahrscheinlich nicht. Und es ist halt immer diese Mind-Machine im Kopf, die da, das ist eine Sache, finde ich auch immer super schwer, dass dann immer, ja, was könnte ja dies passieren, es könnte jenes passieren, mir könnte ein dritter Arm wachsen, keine Ahnung, könnte plötzlich Millionen verdienen. Da ist natürlich andere Sorgen, die man hat, dass immer irgendwas nicht mehr läuft oder gesundheitliche Sorgen. Also Sorgen bringen einen eigentlich nicht viel weiter. Also klar, man kann Aktionen machen, man kann halt gesund leben zum Beispiel irgendwie, aber sich da ewig drüber Sorgen zu machen, ist eigentlich verschwendete Lebenszeit so, ne? Und also versuch mal, ja, ich weiß es leicht gesagt, aber so als, nur mal so als Kompassnadel, so weniger in diese Ängste zu gehen, so, ne. Punkt 4. Nice, geiles Leben. Einfach mehr Spaß haben. Also, das glaube ich, keiner auf dem Totenbett gesagt, ich habe zu wenig gearbeitet, ich hätte noch mehr im Büro sitzen sollen, ich hätte noch mehr absurde Regeln befolgen sollen, ich hätte noch mehr das machen sollen, was die Gesellschaft sagt. Also, mach das, was sich für dich richtig anfühlt. Natürlich
ja, im ausgewogenen Maße so, ne? Wir wollen ja auch nicht so alle zu Egoisten werden oder so, gibt's ja schon genug. Aber ja, hab einfach mehr Spaß, ne? Ich will jetzt nicht alles ausführen, habe ja auch schon Videos zu gemacht, werde auch weiterhin viel zu machen, aber einfach sich dieser Fokus auf Dinge, die Spaß machen, ob das kurzfristige, mittelfristige, langfristige sind. Wir haben einfach so viel Macht, wenn wir uns wirklich entsprechend ausrichten, so, ne? Oder was sagt Bruce Lee dazu? Ja. Punkt 5. Ich weiß, es nervt, aber ich sage es wieder: Meditieren. Meditieren ist einfach die Sache, die, ja, also gibt es Tonnen Wissenschaft drüber. Das, also nicht nur das, was die ganzen Mönche sagen, ist es, und Mönchinnen und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und die ganze Achtsamkeitspsychologie. Es kommt ja immer mehr, und also Meditieren ist einfach die Sache. Und ob du jetzt still meditierst, angeleitet meditierst, ob du da bei mir in die Kurse gehst, ich wollte auch mal einen Meditationskurs machen, richtig jetzt mal, habe ich mir überlegt. Ja, aber, oder ob du 2 Minuten jeden Tag meditierst oder 1/2 Stunde oder 2 Stunden, also Hauptsache man hat eine Routine. Fällt mir auch immer wieder schwer, ob du auch, kannst du auch abends im Bett meditieren oder wenn du nachts aufwachst, aber einfach dieses, aus diesem ewigen Gequatsche des Egos rauszukommen, ist einfach so wichtig, ne? Und da so Energie reinzugeben, halte ich für eine super wichtige Sache. Ja, Punkt 6, mehr Wasser trinken. Und klar, wir alle trinken zu wenig Wasser, also man muss man jetzt nicht alles ausführen, ist einfach gut für die Gesundheit, mehr Wasser, weniger Alkohol, Kaffee, Tee, whatever. Und Wasser ist halt ein Stoff, der halt auch Schwingungen super gut aufnehmen kann. Und mit Wasser werden wir in Zukunft viel mehr machen, bin ich mir ganz sicher. Und mache ich vielleicht nochmal extra ein Video zu. Aber ja, also Wasser reinigt, geht jetzt mehr so ins energetisch-spirituelle. Wasser reinigt halt, hilft dem Körper, auch so negative Energien abzubauen, loszuwerden. Und ja. Also klar, das muss man vielleicht nicht so und so viel Liter trinken, aber also ich trinke auch viel zu wenig und sorgt, glaube ich, für alle möglichen Arten von Problemen. So, Punkt 7 ist jetzt, fragst dich vielleicht, was ist da der psychologisch-spirituelle Aspekt, aber ernähr dich gut, aber klar, das ist sicherlich für jeden was anderes, was eine gute Ernährung ist. Aber ich wollte das psychologische oder sagen wir mal spirituelle in diesem Punkt ist halt, dass ja, vor allen Dingen glaube ich, Leute auch, die meine Videos hören und die sich mit diesem Thema beschäftigen, ja, dass sie eine höhere Schwingung gehen wollen oder das teilweise auch schon tun und ich denke auch überhaupt auf der Erde, wie auch so ein Prozess sind. Und da verändern sich sicherlich unsere Strukturen und das kann dazu führen, dass so bestimmte Sachen, also das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu, bestimmte Sachen einfach nicht mehr essen magst, nicht mehr verträgst, nicht mehr magst, und hör da drauf. Ja? Also bei mir ist zum Beispiel so, dass ich Weizen überhaupt nicht mehr vertrage, früher kein Problem. Also müsste jetzt auch gar nicht zu schreiben, ist das Thema auch. Aber beobachte dich da einfach, ne? Also ich weiß nicht, ich esse irgendwie ein bisschen Weizen und es ist Drama und ich weiß ich nicht, ich mache eine selbstgemachte Dinkelpizza abends, ist auch kein Problem irgendwie. Und oder Alkohol wird bei mir immer, wir reden jetzt vor allen Dingen von Minimengen Alkohol, die ich nur noch zu mir nehme, ist
weiß ich nicht, ich habe früher echt gerne mal einen Cocktail getrunken und so. Und es gibt auch noch so die Gewohnheit in mir, dass ich es gerne machen würde manchmal, aber ich weiß, es. Weiß ich nicht, es matcht nicht mehr in meinem Körper, tut mir nicht gut und je länger man drauf verzichtet, umso weniger oder umso mehr merkt man, dass es einem einfach nicht gut tut, so, ne? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, weil ich habe ja auch so Lebensmittel, wo ihr das Gefühl habt, boah, das passt einfach nicht mehr zu meiner Schwingung. Ich benutze jetzt mal bewusst diese Begriffe, wir können natürlich jetzt auch andere nehmen, aber genau, hör da drauf und ja. Entspann dich einfach an die ganzen Veränderungen, die da gerade so stattfinden. Wenn du Lust hast, guck gerne mal rein. Morgen geht ja die Manifestations-Challenge los und der Kurs Jenseits von Ego, Angst und Narzissmus. Manifestations-Challenge einfach so ein weiterer, erstmal letzter Durchgang. Und ja, habe jetzt auch ganz viele E-Mails gekriegt, dass es viel Interesse gibt, auch für diesen Teil meiner Arbeit und vielleicht hast du auch Lust mitzumachen oder was sagt Bruce Lee dazu? Kommt heute Abend zu Twitch, kommt, heute haben wir auf Twitch, cooles Thema, mir fällt gerade nicht ein, was, aber echt eine coole Mail. Und morgen ist ja auf YouTube hier ein Live mit Vorstellung von Soul Matchings, passiert gerade so viel, Wahnsinn. Wir werden es bald wiedersehen.